Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir wollen uns heute wieder in einen Flashpoint stürzen. Entsprechend haben wir uns hier auf der Flotte eingefunden. Wir haben alle unsere Ausrüstung aufgestuft und ich habe mir auch gleich eine neue Ausrüstung gegönnt. Komplett neuer Stil. Und ja, sehen wir mal, was draus wird. Ah, sorry. Was ist das für ein Abbrechen, der Ren ist nicht mehr dabei. Warum auch immer. Ohne Worte. Was ist das für ein Notfall, Droide? Hier spricht Darth Malgus von der Expeditionsflotte. Ich überbringe Grüße aus dem Veragi-Sektor. Ihr habt dem Imperium auf einzigartige Weise geholfen. Jetzt bitte ich euch, eure Macht unserer Armee zu leihen, da uns der Imperator persönlich in den Krieg schickt. Wie kann euch der Geheimdienst helfen, mein Lord? Seit 3 Jahrhunderten hält unser Imperator einen Jedi-Meister gefangen, verlängert sein Leben und seine Leiden. Der Jedi-Meister bewahrte ein Geheimnis, den Standort der Fabrik, einer alten Raumstation von ungeahnter Macht. Sowohl der Jedi als auch seine Fabrik beschäftigen uns heute. Es geht hier nicht um senile Jedi und ihre rostigen Spielzeuge. Kommt zum Punkt. Der Imperator versuchte, dem Geist des Jedi den Standort der Fabrik zu entlocken. Aber seit Jahrhunderten widersetzt er sich. Also hat der Imperator ihn freigelassen. Es war abzusehen, dass der Jedi zu seiner Fabrik fliehen und die republikanische Armada mitbringen würde. Er hat uns zu unserem Preis geführt, wenn wir den Mut haben, ihn uns zu nehmen. Ihr könnt es rechtfertigen, wie ihr wollt, aber es klingt, als wäre der Jedi entkommen. Was auch immer die Wahrheit ist, der Vorteil muss der unsere sein. Eine Flotte von 30 Zerstörern der Terminus-Klasse versammelt sich. Trefft euch mit Moff Fenya auf dem Flaggschiff, von wo aus ihr den Angriff koordiniert. Wir werden die Fabrik einnehmen und diesen Jedi endlich töten. Und das gesamte Imperium wird tosen vor Triumph. Aber wenn du meinst. Die Schiffe finde ich cool. Was? Die Schiffe finde ich cool hier. Diese ja. Transportschiffe. Ist mal was anderes. Aber irgendwie erinnern sie mich an Fische. Ich weiß nicht warum. Ich muss über den kleinen Fisch denken. Fisch. Ja, Fisch. Und gut gelandet. So. Die Red Shrike soll die Position halten, bis sie repariert ist. So nützen sie uns nichts. Jawohl. Und holt endlich eine Fähre für diese Ingenieure. Moff Fenya? Darth Malgus hat uns geschickt. Ah, der Angriffstrupp. Es ist eine Ehre, euch an unserer Seite zu wissen. Meine Flotte und ich werden euch unterstützen. Ihr führt uns im Namen des Imperiums an und wir werden folgen. Die meisten Männer in eurer Position arbeiten nicht gerade gern mit mir zusammen. Ich bin stolz auf die Position, die ich mir erarbeitet habe. Aber ein wahrer Moff ist selbstlos.
Darth Malgus an den imperialen Angriffstrupp. Der Gefangene des Imperators, der entflohene Jedi-Meister, hat uns unwissentlich ins Nantri-System geführt. Dort befindet sich die Fabrik, eine uralte, von Fremdlingen erbaute Raumstation, die in einen Asteroiden eingebettet ist. Das Potenzial der Fabrik ist noch ungewiss, aber der Jedi-Meister, der sie entdeckt hat, wird alles daran setzen, sie zu verteidigen. Die republikanische Flotte hält bereits dort Wache. Dieser Abschaum der Republik ist so gut wie tot. Wir sind auf Abfangkurs zu einem republikanischen Kreuzer, der die Ausrüstung und Verstärkung für die Fabrik an Bord hat. Wir werden den Kreuzer mit einem Fangstrahl festhalten. Ihr werdet die Entermannschaft anführen. Sobald der Kreuzer in unserer Gewalt ist, könnt ihr damit an den republikanischen Verteidigungen vorbeischlüpfen und die Fabrik infiltrieren. Wir holen uns das feindliche Schiff und setzen es für unsere Zwecke ein. Los geht's! Unterschätzt nicht die republikanischen Verteidigungen oder den Jedi-Meister der Fabrik. Er ist die größte Bedrohung. Aber euer Wille ist stärker. Wir sind in Reichweite des republikanischen Kreuzers. Setzen den Fangstrahl ein. Wir haben sie. Los zur Luftschleuse und holt euch das Schiff. Nur so können wir die Fabrik erreichen. Na da. So, ich hoffe, wir sind in Takt drin. Das werden wir gleich machen. Jetzt bitte an denken, wir haben einen Tank. In der Theorie. Was? Der ist so komisch angezogen, dem vertraue ich nicht. Und das ist nur ein Lord. Was siehst du mal, ist ein Lord. Was bist du? Hä? Ein Lord, was bist du? Ja, ich bin auch ein Lord, aber ich würde mir auch nicht sagen, dass ihr euch auf mich verlassen sollt. Es gibt einen Gefechtsunterstützungsdruiden. Ja, und? Ja. Das wird wahrscheinlich jetzt sehr leicht und kurz. Aber ich kann den nicht aktivieren. Ich hab ihn schon. Er ist aktiviert. Guck mal, hier rennen vier Druiden mit uns rum. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das gucken konnte, in welchen wir drin sind. Wir sind im Story-Modus, steht daneben. Ja. Wo? Neben der Quest. Ach da, na dann. Sollten wir wohl nochmal runter. Unser guter Aaron umstellen. Als Gruppenlied. Nusst du Leiter, leite mal. Nur noch ein Ladebildschirm. Da muss ich mal ganz dezent fragen, wie machst du das? Rechtsklick auf die. Auf dein Bild, Voreinstellung, Bild. Die Missionsschwierigkeit. Und dort Veteran. Oder ist das schon das nächste? Du musst bei Gruppe einstellen. Guck mal lieber nochmal bei Gruppe, ob du das da noch einstellen kannst. Ich habe jetzt auf Veteran erstmal gestellt. Ja. Weil ich und zurücksetzen nochmal. Ja. Das war? Da muss es einen Punkt geben. Wo ist denn das? Irgendwas mit Instanzen zurücksetzen. Instanzen zurücksetzen. Und? Habt ihr das gefunden? Das sehen wir nicht. Das siehst nur du. Sonst gib mir mal kurz Lead. Und wie? Rechtsklick auf mich. Phase alle aktiven Flashpoints zurücksetzen. Das ist übrigens. Nur mal kurz. Frage ist jetzt, die sich mir gerade stellt. What? Anscheinend können wir den bis im Story-Modus machen. Warum? Nee, den gibt's auch im taktischen. Naja, aber dann müssten wir eine neue Quest noch kriegen. Nö, warum? Bist du schon reingelaufen? Ja. Also ich bin noch draußen. Ich bin wieder Story. Weil wir die Quest nicht verlieren, wenn wir rausgehen, deswegen.
Mal oben bei Flashpoint Endermannschaft zurücksetzen. Bei der Missionsanzeige. Welchen? Die Mobilmachung oder was? Geht runter. Flashpoint. Ihr brecht mal die Quest ab mit dem also, Story. Was, abbrechen oder zurücksetzen? Abbrechen. Ich hab hier gerade irgendwie. Mein Interface ist weg. Sehr geil. Also die Mission abbrechen. Ja. Und jetzt hier auf den Dings. Mein Interface ist komplett weg. Habt ihr was oder? Vielleicht ja, mal neu laden. Ich bin noch im Spiel, aber ich gehe mal kurz rein und nochmal raus. Mein Interface hat sich mitgeladen. Das ist auch nicht schlecht. Irgendwie ist in letzter Zeit wieder mit den Bugs wunderbar. Oh ja. Jetzt ist es wieder da. So. Also Endermannschaft abbrechen. Story nur, also Story Endmannschaft. Jo. So. Ah, fuck, ich hab's weggeklickt. Sorry. Quatscht ihr schon? Nee. Wir halten den republikanischen Kreuzer mit einem Fangstrahl fest. Er befindet sich neben uns und wir haben Andockvorrichtungen an den Luftschleusen angebracht. Die Entermannschaften erwarten euch. Na, Veteran, logischerweise, ne? Ja, Meister sollten wir nicht probieren. Warum? Pussis! Mal richtig auf die Fresse kriegen hier. Ja, ich glaube, das wird dann richtig blöd. Halt. Ach, ich muss ihn nochmal zurücksetzen, sorry. Ah, so, ja. Das hab ich schon gemacht, aber... Ich komm trotzdem nicht rein. Ja, er setzt ja gerade zurück. Instanz wurde vor kurzem erst zurückgesetzt, willst du mich verarschen? Ich kann sie nicht wieder zurücksetzen. Renn, versuch du mal. Hast Lied. Kannst bei mir geht's überhaupt. Neu machen. Dann schließen wir, gehen wir mal aus der Gruppe raus. Ja, Renn soll erst mal versuchen, zurückzusetzen. Alle aktiven setzen. Ich krieg zwar keine Bestätigung, aber ich krieg keinen Fehler. Kriegst du auch keine. Ach, aber ich komm rein. Ja, du kriegst keine Bestätigung. Du kriegst nur einen Fehler, wenn es nicht geht. Hoffentlich ist das jetzt taktisch und nicht. Kann man doch gleich sehen. Ja, wir werden es spüren. Ja, taktisch gibt's hier auf der Ebene. Veteran. Heißt ja jetzt Veteran. Ja, es ist Veteran und Meister. Einfach was. Achso. Wir haben den Kreuzer auf Lebenszeichen gescannt. An Bord befindet sich neben einem ganzen Bataillon auch ein Team von Jedi-Rittern. Seid vorsichtig. Wie haben Sie das rausgekriegt? Nur vom Lebenszeichen scannen? Fragen über Fragen. Ach ja. Der Tank ist der Letzte in der Reihe. Ich hab nur meine Gefährten weggeschickt. Auf dem Mission. Ja, willst du nicht eine Rüstung haben? Ich noch 3 Jahre. Die Frische kriegst du als letztes. Jetzt brauche ich keine mehr. Jetzt habe ich mich ausgerüstet für viel Geld. Ich das schon lese, Bonus für 30 Tote. Die werden zwar Stück für Stück durch imperiale Gegner ersetzt hier, aber... Wie war das vor uns? Wir haben einen Tank. Wenn der Tank ganz hinten chillt. Ja, hat denn der Healer gesagt, kann losgehen, kann weitergehen? Autsch, lasst euch nicht von den Großen treffen. Macht mächtig Aua. Komm, ey. Darf ich bitte mal anmerken, dass einfach so drauf nicht funktioniert? Ah, jetzt habe ich versucht, einen Heiler zu retten und wieder aufzuleben und jetzt bin ich selber drauf gegangen. Aber wer war denn jetzt dran schuld? Wir können ja mal zusammenzählen.
Der Tank war uns nicht, weil der war noch nicht so weit. Der Healer war auch nicht so weit. Und? Das erste Mal bin ich schuld. Das erste Mal! Das erste Mal! Na, dann chillt doch einfach nicht so lange. Mensch, in der Zeit, die ihr braucht, habe ich alle schon dreimal durchgebabbelt. Okay. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Ja, du leistest aber gerade nichts, du machst nur Probleme. Was mache ich? Ich tanke übrigens schon wieder. Ohne, dass ich was gemacht habe. Da stellt sich mir die Frage, wer nichts leistet. Du machst schon, was ich gerade machen wollte. Yep. Okay. Eine Blümchen auf dem Scheißschiff. Ein Dreck, aber. Du könntest mir direkt leid tun. Dafür verdammt viele Viecher. Okay. Oh, hier gibt es Stufe 10 Zeug. Von den Gegnern. Ja, guck doch mal an, welches Level die sind. Ja, 70, logisch. Wir sind ja auch 70. Ernst? Achtung, links! Das ist ihnen ja ziemlich zeitig aufgefallen, würde ich sagen. Jo. Geht's jetzt zum Level-Up sein. Was? Okay. Ich hab mal wieder was zum Lernen. Toll. Wir haben aber alles was. Endlich. Oh ne. Guck mal rein. Gut. Kennst du die noch? Nutze es häufig. Die leckt mich am Arsch, Babbel. Kannst dann auch. Also für die Zuschauer, solange wie ich das den Cast nicht angreifbar. Das Problem ist, ich verliere auch sämtliche Aggro und verteile sie gleichmäßig auf sämtliche Heiler im Umkreis. Das ist manchmal das Gefühl. Ich hab Aggro.
Moment, bitte. Habt ihr eigentlich schon mal wieder ein paar von diesen Relais gesehen? Nee, die kommen relativ spät. Boah, Müll wieder. Machen wir jetzt hier noch lange? Oder? Gut, okay. Ich hab bloß kurz einen Punkt vergeben, Entschuldigung. Niemals. Da ist End zum Beispiel. So, also, Aaron, wenn du mir noch 5 Druiden zum Zerlegen lässt, kannst du alle anderen kriegen. Dann bin ich auf 600. Aaron, kannst. Wartet. Oh, ich hab eine Scheiße gesetzt gerade. Da kam ein Sturmdruider zum Heiler gesegelt. Nee, zum zweiten DD. Achso, okay. Wartet, ich will kurz nochmal die Karte kommen rechts wieder welche raus. Da steht schon so verdächtig der Gastank in der Ecke. Okay. Vorsicht, der Große kommt, ich wirbel ihn mal kurz. Stimmt ja, mein Wirbel ist ja jetzt instant. Schlag ihn einfach. Dann geht's weiter. Von 98. Einen noch. Ist das da vorne der Boss? Ja, ne? Als welcher das war. Ich habe gerade auch keine Ahnung, wie der geht. Ist ich auch nicht mehr. Moment. War das der mit den, wo man die kaputt machen musste an der Seite? Weil er die Schild castet? Ich glaube ja. Das ist aber schon ziemlich lange her bei mir. Bin mir also nicht hundertprozentig sicher. Lass uns einfach mal überraschen, wa? Oh, nur fürs Gehen sterben. Genau. Was denn, was ist immer unser? Na denn. Du kannst! Ja, C3PO. Irgendjemand hat gerade losgesagt, da habe ich das einfach gemacht.
Ich wurde gerade von irgendwas gestachelt. Keine Ahnung, wie ich das unterbreche. Wieder wird aufgeladen, oder? Wow, in den Strahlen sollte man nicht drinstehen. Also man kann ihn auf jeden Fall beschädigen, während er sich eventuell die Blitze kriegt. Okay, jetzt musste man irgendwo hin. Stand gerade ein Blitz drin. Lief's doch gut. Brauche eine kurze Pause. Okay, okay. Lootet den mal, da kann ich ihn zerlegen. Was gab's denn Schönes für mich? Ein paar Handschuhe. Oh, eine neue Rüstung hab ich bekommen. Ich hab 2 Helme bekommen. Das ist jetzt bitter, die Handschuhe sind besser als die, die ich anhab, aber meine gehören halt zum Überwachungsvollstrecker. Schicke neue Rüstung, Aaron. Schicke neue Rüstung. Ich find's auch übrigens wieder rot-schwarz. Wobei, so viel besser sind sie nicht. Nö, ignoriere ich. Die Isotop-Stabilisatoren ist übrigens aus dem schweren Modus, ne? Die wir hier gekriegt haben. Beiden Grades waren die, es gibt noch 3. Ja. Naja, das einfache sind die Prototyp. Hilfe. Die Prototyp-Stabilisatoren sind die ersten, die es früher schon gab. Das sind jetzt die ersten neuen und dann gibt es noch die aus dem Operations. Das sind die 3. Stufe. Okay, der Renn ist wieder da. Können wir weitermachen. Das ist halt immer so, wenn das Real Life mal schreit. Okay. Und da springt er vorbei. Eine Gazelle. Ab Akro. Erstmal nur die Kleinen, bitte. Level up. So, aber jetzt kannst du alle zerlegen, wenn du willst. Sehr schön. Ah, die Jedis gehen los. Oh, guck mal, Jedis. Okay. Achtung, es kommen von rechts welche. Linken Jedi hab ich rausgenommen, gehabt. Sorry, die Info kam zu spät. Mach mal die Bengewehrschützen weg. Bonus besiege die Jedis. Das klingt so, als hätte man eine Wahl.
Ja, du kannst welche umgehen. So. Wie zum Beispiel den da. Sorry, war ich das? Okay, komm, keine Gegner. Wie zum Beispiel die da vorne oder was? Ja, aber wenn wir die Bonusmission haben wollen, müssen wir sie killen. Überlasse ich euch. Mir ist egal. Da hinten ist ein Kampfdruide nur aus Outfight genommen, der wird gleich wieder weitermachen. Okay. Fuck. Sorry. Hast du sie da hinten? Ja, eigentlich aus Versehen. Ich zieh mal Bubble. Okay. Das war so nicht geplant. Ich wollte die eigentlich nicht haben. Nur wieder einmal zu viel auf die Taste gedrückt. Also wollen wir die Bonusmission nicht mitnehmen? Doch, das können wir sie mitnehmen, doch, doch. Aber bevor ihr hier weitersprintet, halt. Die Folge ist nicht Folge zu Ende? Durch. Yep. Halt, auch mit dieser Pause zwischendurch? Ja, mit der Pause. Gut. Deswegen hoffe ich einfach mal, es hat euch gefallen. Wir haben ja das erste Mal den ersten Boss eines Flashpoints ohne zu sterben bezwungen. Das könnt ihr uns hoch anrechnen. Auch wenn es knapp war. Jetzt muss es nur noch schon mal auf der Plektarion. Super, das war kein Black Boss. Tellen, die zähle ich jetzt nicht, weil die kann man auch mit geschlossenen Augen mittlerweile durchrennen. Gut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und denke mal, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao. 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 Ciao.